Drei Viecher. Zwei in Another Man's Treasure und eins in Wreck and Ruin. Du müsstest nämlich das von Wreck and Ruin sein. Dreadnought. Oder Bromonaut. Zwielicht-Odin macht halt null Schaden an dem Ding, ne? Nee, Zwielicht-Odin macht gerade noch gar keinen Schaden. Mit ihm kann ich so billige Gegner wegklatschen, aber für das hier muss schon Apotamkin ran. Und mit Apotamkin mache ich zum einen Schaden, zum anderen steigere ich auch noch den Schock weiter hoch, damit Noel den wegklatscht. So, Gegnerdatenbank. Waffensysteme. Nee, Behemoth bist du nicht. Antike Maschinerie. Schwergewichte, Brummenort, ja. Ja, passt. Den haben wir. Dann. Fragmentfähigkeiten. Seltener, weil ich zu en... Ja, doch, irgendwo ein Schatz. Zu Another Man's Treasure will ich. Könnte so geradeaus die Richtung sein. Scheiße, ich weiß jetzt halt nicht. Shaguma. Und Königin Haguma. Haguma. Und Shaguma. Ja. Ich schaue nochmal in die Gegnerdatenbank. Wo haben wir es? Spook. Nein, Demon. Haguma und Shaguma. Beziehungsweise bei... Monster, Dämonen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Red. Achso, stimmt, Vodia Neu und Samovira haben wir in der Arcade-Steppe. Okay, nee, da sind wir jetzt aber richtig. Dann zurück zur Chronosphäre. Akademie 500, da haben wir vieles nicht. Sunnet Auenwald 300. Und hier kann man auch Royal Ripeness mit Full Power im Paraskop bekämpfen.
Das ist eins der Paradox-Endings. Also, hier haben wir zuerst mal Calautidon, Overgrown Forest, Isle of Arboreal Embrace, Assembly Area und Warpwood. Grüner Waldweg. Ja, hier sind wir, glaube ich, nicht richtig. Waldkreuzung. Nee, das ist auch nicht richtig. Baumplateau. Da werde ich jetzt mal wieder Feindkontakt auf häufig machen. Gibt's hier Gegner? Sieht nicht so aus. Dschungelpfad. At the Crystal Pillar. At the Crystal Pillar gab's aber auch hier. Oamnes oder wie die Dinger heißen. Base of the Crystal. Moment. Oamnes ist ein Sahagin. Was sind Sahagin? Hallo, Bild, kannst du bitte mal laden? Okay, diese blauen Viecher, alles klar. Nein, ihr seid die Falschen. Euch will ich nicht. Spring mir diese dummen Huren hinterher, ohne Mist. Ja, dann töte ich euch halt. Was bist denn du? Protegos. Na, Protegos brauche ich, glaube ich, auch. Du bist eine Panzerbestie. Warum bin ich eigentlich so doof? Kann er mich mal medikern.
So, zack, tot. Bist du einer von denen, die ich brauche? Monster. Panzerbestien. Rigidon und Protegos. Bist du Bunker Beast? Nee, Bunker Beast ist grau, tiefgrau. Aber Bunker Beast ist, glaube ich, das, was ich da schon hab. Bist du Kalautidon? Du bist Kalautidon, okay. Und du bist der andere, den ich hier brauche. Oannes, Sahagin. Nee, Sahagin-Prinz ist, glaube ich, falsch. Weil der Sahagin, den ich brauche, der ist blau. Ja, Oannes ist was anderes. Sahagin-Prinz ist ein eigenes Viech. Oh. 1200 KP ist aber nicht schlecht. Ich habe eine Idee, ich könnte das Spiel bei Steam auf Englisch stellen, weil ich habe vorhin in den Einstellungen geguckt, also hier in-game und im Launcher, ob ich da die Schrift auf Englisch ändern kann, weil das würde die Sache ein bisschen einfacher machen. Weil die deutschen und die englischen Namen sind halt echt nicht gleich. Aber dann würde ich die nächsten Folgen mit englischem Screen machen. Ja, wisst ihr was? Ich werde nach dem Kampf hier mal speichern, die Aufnahme pausieren und das Spiel auf Englisch neu starten. Zumindest hoffentlich auf Englisch neu starten. Ja, werde ich aber nochmal 1-2 KP verbrauchen. Vier Level fehlen mir noch für die volle Entwicklung. So, speichern. Gut, und dann pausiere ich mal ganz kurz die Aufnahme. Für euch wird es dann relativ nahtlos weitergehen. Ich muss auch mal ganz dringend auf Toilette. Bis gleich. So, und damit geht's relativ nahtlos für euch weiter. Final Fantasy 13.2, the story so far. Ja, ich habe den Screentext auf Englisch geändert, damit ich es ein bisschen leichter mit meinen Viechern hier habe. So, Sunlit Auenwald. Wir haben jetzt Kalautidon geholt und Dreadnought. Wir müssen noch Oannes von Base of the Crystal holen. Bei Base of the Crystal sind wir ja gerade, ne? Oder? Base of the Crystal, jawohl. What? Okay, ich bin gerade beim Angriff durch das Vieh durchgerutscht. Was ist das denn? So, du bist Kalautidon, genau, und ich haben wir schon. Du bist unwichtig für mich. Multicast. Keine Sorge, sobald wir mit dem Monster durch sind, stelle ich auch wieder auf Deutsch um. Englisch ist Schmutz.
Komm, machen wir mal Zantetsuken. Ach genau, stimmt, das ist ja seine Ulti aus Final Fantasy 13. Zantetsuken. Gott, ich hasse diese Gegner. So, und jetzt wirst du weggenuked. Na gut, weggenuked. Ist auch ein bisschen viel verlangt. Ultima Arrow. Ich glaube, auf Englisch hört sich das so schlecht. Ultima Pfeil. Es ist so langweilig. Artemis Pfeil. Der ist cool. Krass, dass mir, dass ich immer noch nicht den Paradigmenwechsel Erfolg habe. Habe ich so selten meine Paradigmen gewechselt? Ich finde das ein bisschen krass. Vielleicht muss ich hier auch Rare Enemy Appearance rausmachen. So, geht doch. So, Fragment Skills. Einfach nur so, more enemies. Und das hier ist doch der, den ich brauche, oder? Oh, anders. Jo, willkommen. Johannes. Und damit haben wir den gekillt. Oh, und Sahagin Prinz haben wir ja auch. Hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich den ja auch brauche. Okay. Dann speichern. Und zurück in die Chronosphäre. Wir gehen ins Yashas Massiv 110. Und in Yashas 110. Brauchen wir nur dieses eine Monster, und zwar Karma Kamui beim Pass of Padra. Kana Kamui, so. Ist ein Enemy. It is a rare monster. Alles klar. Beim Pass of Padra. The Pass of Padra. Jo, da sind wir jetzt. Müssen wir wahrscheinlich hier hoch, um da die richtigen Gegner anzuziehen.
Du bist nicht Kamakamui, Kanakamui. Du bist ein Imp. Jawoll. Hey, gleich noch ein Kristall dazu. Das ist immer noch Pass of Padra, okay. Spirantes? Spirantes heißt schon, ne? Ja. Hey, Odin hat auch mal einen Kill gemacht. Chuna Patron brauche ich auch. Das müsste jetzt Kanakamui sein. Ja, Kanakamui. Ja, sein Problem ist halt, dass ich für ihn auch heftig überlevelt bin. Und ihn deswegen einfach ziemlich lang mache. Tada! Und damit ist Kanakamui auch tot. Also speichern und zurück und ins Yashas Massiv 100. Auch zum Padra Pass. Wobei 10 AF brauchen wir glaube ich auch, oder? Ne, 1x brauche ich, ne? Genau. Gut, passend für 40 Minuten. Oh, 1x ist hier. Passend für 40 Minuten muss ich jetzt leider unterbrechen. Aber wir machen beim nächsten Mal hier im Yashas Massiv 1x weiter und suchen nach Narasimha. Deswegen gehe ich hier rein, um hier direkt mal zu starten, sobald ich neu lade. Um hier speichern zu können, dass wir hier wieder rauskommen. Dass ich weiß, was ich will. Narasimha. Narasimha mal weiter. Nee. So, safe. Gut, dann bedanke ich mich erstmal bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt auch an der Monsterjagd ein bisschen Spaß. Bald geht's auch wieder weiter mit richtigen Verbänden. Ich schätze mal, ich werde jetzt nochmal 40 Minuten dann aufnehmen, wenn ich wieder am Rechner bin. Und da sollte ich eigentlich die letzten Monster abhaken können. Es ist halt 3 oder 4 Mal mit dem Paraskop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja gut, 3, 4 oder 6 Mal. Mit dem Paraskop, dass ich nochmal ran muss. Dabei schalte ich auch ein paar alternative Enden frei. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Monster machen. Dann wahrscheinlich nach und nach die alternativen Enden. Und dann die letzten Fragmente. Genau. Gut, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.